Einige tausend Menschen haben in Rom für die Rechte von Flüchtlingen demonstriert. Anlass war die Räumung eines Bürogebäudes in der italienischen Hauptstadt vor wenigen Tagen. In dem leerstehenden Haus lebten 800 Migranten. Viele von ihnen zogen dann auf einen Platz am nahegelegenen Hauptbahnhof um, wurden von dort aber mit Wasserwerfern vertrieben.